grüße euch. Willkommen zum 12. Tag meiner kleinen Serie 30 Tage bis Berlin, meine Wettkampfvorbereitung hautnah. Ja, meine Nacht war wieder ja, so lala, gab schon bessere Nächte, aber hier Robinson Crusoe Kinderhörspiel hat mich wieder gerettet. Mein Gewicht ist heute wieder gefallen, trotz des High-Tages gestern. Also ich hatte ja gestern dann wieder die 100 Gramm Reis extra. Und ja, da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, jemanden an der Seite zu haben, der ihn unterstützt, einen Coach und der vor allen Dingen auch objektiv ist. Weil ich bin mit mir selber ab dem Punkt jetzt überhaupt nicht mehr objektiv. Ich will immer 110, 120% und fordere mir ab einem gewissen Punkt auch einfach zu viel ab. Und hätte mir wahrscheinlich niemals diese 100 Gramm Reis extra gegeben. Aber man sieht, wenn man sie bekommt, was das für einen positiven Effekt hat. Nicht nur für die Form, nicht nur für den Kopf, sondern auch na, hoffentlich auf das Bühnenpaket, was er dann der Marcel und ich, mein Coach, am 29.04. in Berlin dann auf die Bühne stellen können. Ja, ich freue mich jetzt wieder auf mein Frühstück. Heute nehme ich dich wieder mit in mein Schultertraining und dann gucken wir mal, was der Tag noch so Spannendes für uns bringt. Bis nachher. Mein Schultertraining ist geschafft und ich habe dir mal wieder zwei Übungen abgefilmt, die ich super finde für die Schulter und zwar am Kabel. Kabelübungen, gerade wenn du die Schulter trainierst, finde ich, haben den ganz, ganz großen Vorteil, dass du in beide Richtungen arbeiten musst. Also du musst auch bei der Rückwärtsbewegung sozusagen Gegendruck halten, weil er sonst das Gewicht am Kabel einfach ja, wegschnipsen würde. Mir hat diese Übung sehr, sehr gut geholfen, um nochmal ein bisschen Fleisch auf die Schultern zu bringen. Trainiere da auch in allen Wiederholungsbereichen, von hohen Wiederholungen bis niedrigen Wiederholungen. Wichtig ist immer, mein Credo, denk dran, dass du nach der Übung auch wirklich spürst, dass die Muskulatur, die Zielmuskulatur beansprucht ist und brennt. Also in dem Fall die Schultern. Viel Spaß beim Nachtrainieren. Kannst gerne mal in die Kommentare dann schreiben, wie du die Übung fandest. Und für mich geht es jetzt zum Essen. Na, mein Magen knurrt schon. Und ja, dann sehen wir uns nachher nochmal. Und da sind wir auch schon wieder in der Küche. Es muss wieder vorgekocht werden. Gestern hast du ja bereits gesehen, ich habe mir gestern diesen Gemüseeintopf gemacht mit Fleisch. Und da fehlt mir noch meine Kohlenhydratbeilage dazu. Du hast auch bereits gesehen, dass ich 50 Gramm Reis pro Tag noch essen darf. Und ja, das ist nicht mehr wirklich viel. So 3-4 Löffel sind die auch weggespachtelt. Und da nutze ich jetzt auch gerne mal Kartoffeln, weil der Umrechnungsfaktor von Reis zu Kartoffeln von der Masse her ist 1:4, um auf die gleiche Anzahl der Kohlenhydrate zu kommen. Das habe ich dir mal bildlich mal vorbereitet. Hier sind zwei Kartoffeln, die haben genau 200 Gramm und entsprechen genauso viel Kohlenhydraten wie diese 50 Gramm Reis. Na, da kann man schon erahnen. Wenn die jetzt noch klein geschnitten wären, dann würde die Masse halt noch mehr sein. Dass einfach ein Stück weit mehr auf dem Teller ist. Und ja, ich mich natürlich ein bisschen selbst verarsche damit, weil die Kohlenhydrate sind die gleichen. Aber das Auge ist halt bekanntlich mit. Zweiter wichtiger Punkt ist, dass ich so langsam in die wirklich finale Phase komme und so ein bisschen an das sogenannte Laden denken muss. Und da werden wir auch mit Kohlenhydraten natürlich arbeiten und auch mit Reis und Kartoffeln und auch Süßkartoffeln. Und die muss ich halt so ein Stück weit vorher auch gegessen haben, dass sich das Mikrobiom, also die ganze Darmflora, auf diese Lebensmittel einstellt. Wie das Laden funktioniert, was Salzwechsel bedeutet und so weiter, Trinkmenge, Trinkstopp, das machen wir alles, wenn es soweit ist. Ich werde jetzt meine Kartoffeln kochen und dann war es das heute auch schon wieder mit dem 12. Tag von 30 Tage bis Berlin. Morgen ist schon der 13. Tag
Und dann nehme ich dich natürlich wieder mit. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du eher so Reisfan bist oder Kartoffeln. Und ja, dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Dein Felix.